Sandra aus der Kita Kleine Abenteurer und heute möchte ich gerne mit euch zusammen in den Dschungel gehen. Habt ihr Lust? Los geht's! Dies ist eine Mitmachgeschichte, bei der ihr ganz gut zuhören müsst und aufpassen müsst, denn immer wenn ihr das Wort Löwe hört, müsst ihr ganz laut brüllen, wie ein Löwe. Könnt ihr das? Wollen wir das mal probieren? Wow! Und jetzt nochmal. Wow! Das hast du gut gemacht. Jetzt kommt noch eine zweite Aufgabe. Immer wenn du das Wort Dschungel hörst, klatschst du zweimal in die Hände. So. Also, wenn du das Wort Löwe hörst, dann brüllst du ganz laut wie der Löwe. Wow! Und wenn du das Wort Dschungel hörst, klatschst du zweimal in die Hände. Ein großer, mächtiger Löwe, wow, spaziert gemütlich im Dschungel herum. Der Löwe, wow, ist stolz auf seine wunderschöne Mähne. Jeder kann sehen, dass er der König des Dschungels ist und immer wieder brüllt der Löwe, wow, so laut, dass alle Bäume im Dschungel wackeln und zittern. Sehr gut. Achtung, jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger. Die Geschichte geht weiter und es kommen noch zwei Geräusche dazu. Immer wenn du das Wort Schlange hörst, zischst du wie eine Schlange. Probier mal, ich bin sicher, das kriegst du hin. Wenn du das Wort Spinnenschleim hörst, findest du das sicher genauso eklig wie ich. Also rufst du ganz laut Iiii. Also wir wiederholen nochmal. Bei dem Wort Löwe brüllst du ganz laut wie ein Löwe. Wow! Bei dem Wort Schlange zischst du wie die Schlange. Und bei dem Wort Spinnenschleim rufst du ganz laut Iiii. Und bei dem Wort Dschungel klatschst du zweimal in die Hände. Weiter geht's. Der Löwe spaziert also weiter durch den Dschungel. Und weil der Löwe so oft und so laut brüllt, verstecken sich alle Tiere vor dem Löwen. Nur die Schlange nicht. Die Schlange ist um einen Ast gewickelt und steckt ihren Kopf ganz keck dem Löwen entgegen. Na, warum schaust du denn so grimmig? Fragt die Schlange. Wo sind all die anderen Tiere des Dschungels? Fragt der Löwe. Keiner spaziert mit mir, keiner spielt mit mir, keiner redet mit mir. Dabei bin ich doch so ein schöner Löwe. Schön bist du wirklich, aber auch ziemlich laut. Wenn du weniger brüllen würdest, würde vielleicht nicht jeder Angst vor dir haben, dass du sie gleich auffrisst, antwortet die Schlange. Ich? Ich fress doch niemanden. Ich bin ein ganz lieber Löwe. Ich fresse nur Spinnenschleim. Meinte auch die Schlange. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt wissen will. Aber was ist Spinnenschleim? Eigentlich genau? Fragt die Schlange. Das sind Spinnennetze mit Spinnenspeichel und Regentropfen verrührt. Und besonders lecker, wenn ein paar Insekten darin gefangen waren und im Spinnenschleim baden. Die Schlange kann nicht glauben, was sie da hört. Denn Spinnenschleim stellt sie sich wirklich unheimlich eklig vor. Und warum brüllst du dann so? Da steht der mächtige König des Dschungels nun vor der Schlange
und weiß selbst keine Antwort. Vielleicht brüllt er einfach, weil alle Löwen Rah! Brüllen und weil man als Löwe Rah! Einfach brüllen muss. Die anderen Tiere des Dschungels können ja nicht wissen, dass sie gar nicht appetitlich für den Löwen sind. Du machst das sehr gut. Eine letzte Aufgabe kommt noch dazu. Jetzt kommen nämlich gleich noch die Bananen. Findest du Bananen auch so lecker wie ich? Deswegen, jedes Mal, wenn du das Wort Banane hörst, machst du einfach yummy, yummy. Also, wir wiederholen nochmal. Beim Löwen brüllst du. Wow! Beim Dschungel klatschst du zweimal in die Hände. Beim Spinnenschleim machst du I. Bei der Schlange zischst du. Und bei den Bananen machen wir yummy, yummy, lecker. In unserem Dschungel geht es wirklich lustig zu, dass ein Löwe sich mit einer Schlange unterhält, ist schon sehr ungewöhnlich. Aber dass ein Löwe Spinnenschleim isst, ist noch viel ungewöhnlicher. Ja, und warum brüllt der Löwe ständig, wenn er gar nicht will, dass die anderen Tiere Angst vor ihm haben? Ein Affe, der das Gespräch zwischen dem Löwen und der Schlange belauscht hat und nun weiß, dass dieser Löwe gar kein böser Löwe ist, kommt nun zum Löwen. Hey, jetzt hör mal auf mit deiner Brüllerei. Ich habe nämlich einen ganz wertvollen Tipp für dich. Kennst du mein Lieblingsessen? Vielleicht schmeckt dir das besser als der eklige Spinnenschleim. Ihhh. Hier, das sind Bananen. Yummy, yummy, lecker. Es war ganz schön mutig vom Affen, so frech mit der gefährlichen Raubkatze, dem König aller Tiere, zu sprechen. Der König des Dschungels schaute verdutzt auf die Bananen, yummy, yummy, und steckte sie, so wie sie waren, in sein Maul. Wie süß die Bananen, yummy, yummy, schmeckten. Tatsächlich viel besser als Spinnenschleim. Normalerweise schält man die Bananen, yummy, yummy, vorher, sagte der Affe. Wenn du jetzt nicht mehr so laut herumbrüllst, können wir von mir aus Freunde sein. Sehr gerne, sagte der große König des Dschungels und ließ den Affen sogar auf seinen Rücken klettern. So spazierten die beiden glücklich und zufrieden durch den Dschungel. Und der Affe rief laut, schaut mal alle her, ich reite auf dem Rücken der gefährlichsten Raubkatze der Welt. Das traut sich niemand außer mir. Und dann flüsterte er, kannst du noch mal extra laut brüllen, lieber Löwe? Rah! Rah! Danke. Dafür schenkte der Affe seinem neuen Freund auch eine extra Staude Bananen. Yummy, yummy. Und diesmal schälte er sie sogar für ihn. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß im Dschungel gemacht wie mir. Und ich freue mich schon, euch bald wiederzusehen. Bis bald!